Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Wir sind wieder da. Ich habe auch schon wieder was gegessen, damit wir erstmal geboostet sind, ein paar Buffs aktiv sind, ne? Und jetzt werden wir in dieser Folge, nachdem wir in der letzten Folge die Elite-Gegner und die Berserker-Gegner freigeschaltet hatten, um zu wissen, Mensch, was kommt denn da auf uns überhaupt zu? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall erfahren, sehr, sehr viel kommt auf uns zu. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel, das kann ich euch hier versprechen. Ich werde hier erst einmal die Nebenaufgaben abschließen. Trainingsraum hatten wir in der letzten Folge angegangen. Die Berserker-Gegner haben wir auch freigeschaltet. Jetzt haben wir Level 170er immer. Jetzt machen wir erstmal die Nebenaufgaben, damit wir das alles fertig kriegen, so langsam, ne? Mal gucken, was in Neu-Namek so los ist. Hier waren wir noch nie, seitdem wir die Story durchgespielt haben. Hi, wie geht's? Zum Goku, mit dir habe ich nicht gerechnet. Dank deiner Hilfe beginnt Neu-Namek zu erblühen. Ich wünsche, ich könnte mich irgendwie dafür erkenntlich zeigen. Mach dir drum mal keinen Kopf. Kann ich hier vielleicht irgendwo trainieren? Trainieren, sagst du? Wer die Dragon Balls benutzen möchte, muss eine Prüfung bestehen. Eine Prüfung, wie sieht die aus? Die Dragon Balls befanden sich ursprünglich in der Obhut der sieben Ältesten. Wer sie benutzen wollte, musste zuerst in einer Prüfung beweisen, dass er ihr würdig war. Die Prüfung. Darin kommt es auf grundlegende Eigenschaften wie Weisheit, Stärke und so weiter an. Stärke heißt das, ich muss gegen euren besten Kämpfer antreten. Da wir alle um deine Stärke wissen, würde diese Prüfung sich auf deine Sagazität konzentrieren. Komisches Wort. Sagazität, was? Auf deine Weisheit, mein Sohn. Und auf Namek als Held anerkannt zu werden, muss man stark und weise sein. Ja. Ist das so? Weißt du, ich glaube, ich passe lieber. Hey, das ist eine großartige Gelegenheit, deinen Geist zu kultivieren, Kleiner. Du solltest das tun. Was? Wenn du die Prüfung bestehen, darfst du selbstverständlich die Dragon Balls dieses Planetens benutzen. Geil, vielleicht sind die Dragon Balls von diesem Planeten ja anders, Leute. Das kann's sein. In Anbetracht unserer Beziehung sollten wir es möglichst einfach halten. Du musst nur eine Prüfung absolvieren. Als Oberältester erreicht meine Genehmigung. Ich weiß nicht. Okay, dann machen wir mal die Aufgabe auch fertig. Was das auch für eine Prüfung sein soll. Mit den Dragon Balls könnte ich mir das beste Training aller Zeiten wünschen. Ja, ich mache es. Sehr schön, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Oh, jetzt haben wir zwei Aufgaben mehr. Ja, wollen wir. Sehr schöne. Erste Frage. Ach, wir sollen Fragen beantworten. Was heißt Porunga in unserer Sprache? Gott der Träume, Gott der Wünsche. Drachengott? Nein, tut mir leid. Oh, jetzt habe ich mich... Okay, Versuch Nummer zwei. Porunga ist Gott der Träume? Der Wünsche, würde ich sagen. Nein, der Träume. Ach du meine Güte. Das wusste ich echt nicht. Okay, dann bleibt ja nur noch Gott der Wünsche, Träume übrig. Gott der Träume. Richtig, Porunga ist ein Gottheit, die unser Volk schon seit Urzeiten anbetet. Weiter geht's. Was heißt der Name Piccolo auf Namekianisch? Dämonenkönig. Auch nicht. Okay, ich dachte Piccolo heißt Dämonenkönig. Okay, das... Die erste Frage kennen wir jetzt. Gott der Träume. Da würde ich sagen, andere Welt. Ist auch richtig bei Piccolo, okay. Was für eine Pflanze wird hier angebaut? Katas Ajisa. Einfach nur, weil der Name kompliziert ist, habe ich das auserwählt, Leute. Knalltüte hat es bestanden. Ja, danke, Meister Kaya. Porunga wird mir echt starke Gegner besorgen. Leute, das ist schwer zu erfüllende Bitte. Nur wenige in dieser Welt können es mit dir aufnehmen. Ernsthaft? Aber im Jenseits gibt es solche Krieger. Wahrscheinlich können wir jetzt hier Freezer... Oh, Freezer wurde wiederbelebt. Cell wurde irgendwo auf der Erde wiederbelebt. Dabra. Geil, jetzt können wir ihren Seelenabzeichen bekommen. Geil, Leute. Jetzt können wir deren Abzeichen dadurch bekommen. Das ist sehr gut. Ja, das reicht uns als Lohn. Dankeschön. Und die Aufgabe ist auch abgeschlossen. Jetzt verstehe ich auch, warum ich mit dem Dragon Balls aus der Erde Cell und Freezer und so nicht wiederbeleben konnte. Ach, Porunga, Seelenabzeichen auch bekommen. Sehr gut. Weil man muss mit den Dragon Balls vom Namek das machen. Das ist gut zu wissen.
Das ist sehr, sehr gut zu wissen. So, jetzt sind wir mal in, wahrscheinlich in die Götter-Community rein, ne? 22 war das höchste. Hier, ist ja am besten, ja. Mit wem würde er harmonieren? Mit Dende und Shenlong. Dann machen wir mal ihn hier rein. Ja, mit ihm würde er auch harmonieren, ne? Okay, wir lassen das mal jetzt so. Erstmal. So, diese Aufgabe. Hier ist ja noch eine Aufgabe von aufgeploppt, ne? Oh, Namek ist aber auch ganz schön groß. Aber die ist weg, die Aufgabe, okay? Hm. Dann gehen wir erstmal unsere alten Bekannten einmal einen Besuch abstatten. Freezer, Cell und Dabra. Ich weiß gar nicht, was mit Buu sein wird, ob der auch wiederkommt, aber schauen wir mal. Erstmal Cell. Ich glaube, das ist Cells Gebiet hier, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Schön XP hier kassiert nochmal. Das sollte Cell sein jetzt. Ja. Was geht hier vor? Muss ich halt zum Gohan jetzt daran oder geht das? Hallo, lange nicht gesehen. Was mache ich hier? Wurde mein Kern nicht komplett zerstört? Die Perfektionierung der Perfektion. Ich habe dich mit den Dragon Balls zurückgeholt. Wo ist übrigens dieser Kern, von dem du redest? Hm, es ist nicht meine Art, meinen Gegnern Geheimnisse anzuvertrauen. Aber du hast es doch Vegeta und allen anderen gesagt. Meinst du, das war die Wahrheit? Ah, ich verstehe, okay. Lass uns ein paar Runden kämpfen. Ich kann das Training gut gebrauchen. Noni. Und wieso sollte ich das tun? Weil du es willst. Ach, wirklich? Du hast doch Saiyajin-Zellen, oder? Dann kannst du einem Kampf nicht widerstehen. Genau wie ich. Goku weiß Bescheid. Da liegst du nicht ganz falsch. Ich schätze, ich könnte dich bereuen lassen, dass du mich wiederbelebt hast. Boah. Cell ziemlich stark. Ah, Cell, da brauchen wir nicht mal den Super Saiyajin Gott, aber ich mach mal hier wenigstens den Super Saiyajin 2. Weil Cell ja doch nicht zu unterschätzen ist. Vegeta gleich Super Saiyajin Gott Verwandlung. Da staunt Cell bestimmt, dass wir jetzt schon uns zu sowas transformieren können. Tja, keine Chance, dass Cell mit seinem Stufe 8. Das war's. Seelenabzeichen von Cell. Willkommen. 1,5 Millionen XP. Sehr, sehr lecker. Für allen ein Level up. Alle drei. Das sollte mich wohl nicht überraschen. Immerhin bist du Son Goku. Du bist viel stärker als bei den Cells-Spielen. Aber wenn du so stark bist, dürfte ich das auch sein, da ich aus deinen Zellen bestehe. Ja, wahrscheinlich. Nach unserem nächsten Kampf wirst du vor mir in die Knie gehen. Cool, ich kann es gar nicht erwarten. Jetzt haben wir Cell freigeschaltet als Community-Seelenabzeichen. Das ist gut. Vielleicht erreichen wir noch die Maximalstufe beim Trainingsboard. Ja, Cell mit 3 Sternen sogar freigeschaltet. Beim Training ist er 24. Oh, das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir einmal ausnutzen. Level-Ups haben wir schon gesehen. So, und dann würde ich ihn gegen den Cell Baby vielleicht austauschen, ne, oder? Weil wir wollen ja beim Training Board hier. Oh, Mr. Satan, der ist ja total nutzlos. Wir nehmen ihn mal raus. Okay. Bonus aktiv. Wir brauchen nur noch 23 Stufen. Das könnte sein, dass wir das schaffen. Mit wen ist Satan gut? Mit Videl und Goku. Dr. Brief. Entwicklungsfeld. Dr. Brief. Entwicklungsfeld ist hier, ne? Mit Dr. Brief wäre ja gut. Lass ihn einfach hier drin. Mr. Satan ist sowieso nutzlos, ehrlich. Da brauchen wir keine Zeit verschwenden mit dem. So, Leute. Den Dragon Ball nehmen wir einmal mit, wenn wir schon mal hier sind. Und dann werden wir natürlich Freezer und Dabra noch bekämpfen. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwie dadurch diese 100%ige Kampf-RP freischalten bei dem Trainingsboard. Weil dann können wir die Berserker-Gegner erledigen.
und dadurch sehr, sehr viel XP kassieren, ne? Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. 100%, das ist ja viermal mehr als was wir jetzt haben, weil jetzt haben wir aktuell 20%. Nochmal 80% darauf, das wird schon schmecken. Hier ist der Dragon Ball. So, hier westliche Hauptstadt, da sollte der nächste sein, oder? Hier Lakodorf. Da ist auch einer. Ich weiß nicht, ob das jetzt Dabra ist oder Freezer. Werden wir jetzt gleich sehen. So, hier ist wahrscheinlich Dabra, ne? Ja, ist ja ganz hübsch, sagt er. Ja, ist ganz hübsch. Ja, brems mal, Goku, Mensch. Das Bremsen muss ich üben. So, nehmen wir mal Dabras Abzeichen. Boah, bist du das, Dabra? Ach so, Goku, ich entschuldige mich aufrichtig, dir und deinen Freunden Probleme gemacht zu haben. Ich will ein paar Runden gegen dich kämpfen. Na, was sagst du? Komm schon. Du willst gegen mich kämpfen? Kommt gar nicht in Frage. Ich kann keine Fliege etwas zuleide tun. Ist dir irgendwas zugestoßen? Ich hätte schwören können, dass du bei unserer letzten Begegnung noch böse warst. Ja, das war ich und das war falsch. Ich habe lediglich meine Funktion als König des Dämonenreichs ausgeübt. Als Enma Dayo sah, wie sehr ich mich darauf freute, in die Hölle zu kommen, hat er mich in den Himmel geschickt. Was, du bist in den Himmel gekommen? Hi. Ja, dort habe ich gelernt, wie falsch ich früh gehandelt habe und habe das Böse aus meinem Herzen getilgt. Und darum kann ich nicht gegen dich kämpfen. Mann, wie blöd, ich hatte wirklich auf einen Kampf gegen dich gehofft. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich kann nicht einfach grundlos kämpfen. Okay. König des Dämonenreichs. Mal gucken, ob wir doch irgendwie ihn zum Kämpfen bewegen. Ich weiß, was, wenn ich dich für den Kampf bezahle? Tut mir leid, aber das reicht nicht als Grund. Ich kenne da diesen Typen namens Mr. Satan, der hat jede Menge Kohle. Ich könnte ihn überreden, dich zu bezahlen. Mit dem ganzen Geld könntest du auf der ganzen Welt viel Gutes tun. Also wenn ich gegen dich kämpfe, bekomme ich Geld, um anderen zu helfen. Ja, ganz genau. Ich verstehe, also gut, ich nehme dein Angebot an. Sehr gut, das ist doch endlich mal ein Wort, okay. Jetzt können wir gegen Dabra kämpfen, der ist auch Level 80 bestimmt, ne? 81 sogar. Wir machen uns mal zum Super Saiyan Gott, damit der Kampf ein bisschen schneller vorübergeht. Oh, jetzt wurden wir getroffen, beide. Super Masenko Gohan. Und ein Super Final Flash. Dann ist auch Dabra gleich erledigt. Easy. 1,5 Millionen XP. Richtig lecker, Leute. Wir leveln so gut nach. Wir leveln so gut. Damit haben wir ein Sehnenabzeichen von Dabra auch. Was ist? Mehr hast du nicht drauf. Du hast doch gar nicht gesehen, was ich alles kann. Was ist? Mehr hast du nicht drauf. Krass, du bist wirklich etwas Besonderes. Weißt du nicht, wer ich bin? Hoch, du bist jetzt richtig gut, oder? Schnauf. Da habe ich mir wohl etwas zu sehr mitreißen lassen. Danke. Weißt du, eigentlich bin ich sogar erleichtert. Du bist immer noch genauso stark wie früher. Sag mir Bescheid, wenn du mal wieder kämpfen willst. Mach ich. Ach ja, was das Geld angeht, das du mir versprochen hast. Da ich es nicht brauche, kannst du es gleich an eine wohltätige Organisation spenden. Wird erledigt. Ich werde Mr. Satan darum bitten, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Sehr geil. Jetzt haben wir auch Dabras Abzeichen bekommen, XP bekommen, alles, was wir so brauchen. So. 2 Sterne nur, okay. Beim Training 19. Boah. Wie geht er nochmal ein Level ab? Beim Training 19, also das. Moment mal. Jetzt habe ich mich verklickt. Vielleicht können wir damit irgendwie das erreichen, dass wir da die 100% knacken. Ja, mit wen ist Dabra gut? Mit Babidi und Enma Dayo. Ach, schade. Jetzt müssen wir mal im Trainingsboard mal gucken, wen wir hier... Ah, da ist sogar noch ein Platz frei. Sehr gut. 4 Stufen noch. 4 Stufen noch, Leute. Können wir ihn leveln? Können wir Dabra leveln? Hier ist doch irgendwie was, was wir alle Fähigkeiten plus 8. Genau, das habe ich gesucht. Er ist Max. Rang 10, wir haben es erreicht. Wir haben es erreicht. Jetzt haben wir 100%ige Erfahrung. Hier, Kampf-EP 100%. Wir haben es gemaxt. Damit haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt können wir nachher die Berserker-Gegner alle besiegen. Und dadurch noch stärker werden. Erstmal holen wir uns Freezer.
Dann haben wir sein Seelenabzeichen auch. Ja, Leute, sehr, sehr gute Folge. Wieder eine sehr produktive Folge, sehr weit gekommen. Level plus die Seelenabzeichen. Hundertprozentige Kampf-EP jetzt. Also, da kann man wirklich nichts sagen. Jetzt kriegen wir auch ordentlich XP. Jetzt können wir ordentlich leveln. Aber erstmal wollen wir gucken, was Freezer zu sagen hat. Freezer, Erzrivale von Goku. Der hasst ja Goku über alles. Also, oh, das ist sogar die erste Stufe von Freezer nur. Die Musik sagt schon alles. Du? Huch, wer bist du denn? Moment, dieses Ki kenne ich. Bist du das, Freezer? Goku hat ihn gar nicht erkannt in dieser Form. Ganz genau, du hattest nur noch nie das Glück, mich in dieser Form zu sehen. Entschuldigung, was wolltest du nochmal von mir? Die Rückkehr des Herrschers. Lust auf einen kleinen Trainingskampf? Oh ja, oh ja. Willst du mir etwa erzählen, du hast mich deshalb wiederbelebt? Ja, das könnte man so sagen. Du solltest wissen, dass mir zahllose Planeten und Diener untertan sind. Und du willst mich den großen Kaiser Freezer zum Trainingspartner haben? Kaiser Freezer, ey. Ja, du bist echt ein hohes Tier. So, schon kapiert. Jetzt komm, schon, lass uns loslegen. Du hast dich kein bisschen verändert. Du hast immer noch großes Talent, mir auf die Nerven zu gehen. Ich habe mich auch nicht verändert. Also, als ich halbtot durch den Weltraum trieb und selbst nachdem ich die Hölle verdammt worden war, habe ich dir meine Demütigung durch dich nie verziehen. Verwandelt der sich jetzt direkt? Dein Ki ist zu stark, dass es den gesamten Planeten erschüttert. Ich kann es gar nicht erwarten, gegen dich zu kämpfen. Jetzt geht's los. Freezer in der ersten Form erstmal. Okay, verwandelt er sich noch? Ich bin mal gespannt. 79 nur, okay. Wollen wir uns mal so Super Saiyan Gott machen und Freezer mal zeigen, was wir alles so gelernt und geschafft haben bis jetzt. Wir machen ihn jetzt einmal schnell fertig hier. Schnell rein. Wir machen einfach so viel Schaden. Damit ist Freezer auch gleich erledigt. Das war's schon mit Freezer. Nochmal 2,3 Millionen XP. Sehr, sehr lecker. Und das war nochmal ein, zwei Level Abstiegs. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren für Goku. Der ist auf jeden Fall schon 115 jetzt. Diese Form allein reicht wohl nicht, um dich zu besiegen. Das ist nur zum Aufwärmen. Komm schon, Freezer. Sei nicht so knauserig. Ich kann nicht besser werden, wenn du nicht alles gibst. Du lässt sie, ihr kleine Schmeißfliege. Und jetzt? Aha, die Endstufe. Endlich machst du ernst. Dieses Mal wirst du mir zu Füßen kriechen. Geil, mit Freezer sogar zwei Kämpfe. Jetzt ist er immer noch Level 80 zwar, aber er ist halt transformiert. Das bringt ihn aber trotzdem nicht viel, wie man sieht. Wir machen trotzdem sehr, sehr viel Schaden. Limit Breaker, Kamehameha. Wollte ich eigentlich machen. Ah, jetzt haben wir auch nicht getroffen. Ein Final Flash von Vegeta wäre mal cool. Und ein Super Masenko. Das war's mit Freezer schon. Macht er noch den 100%igen Freezer oder? 2,3 Millionen XP wieder. Goku ein Level up. Son Gohan Level 100. Vegeta Level 102. Sehr geil. So langsam sind wir auch auf Level 100 gekommen jetzt. Das muss daran liegen, dass ich gerade erst wiederbelebt wurde. Wenn du dir etwas eingerostet vorkommst, dann können wir das Ganze gerne wiederholen. Wiederholen? Ja, ich möchte wieder mit dir trainieren. Ich muss schon sagen, mir hat dein Umgangston zwar noch nie gefallen, aber nun gut. Ein Genie meiner Größenordnung wird dich sicher übertreffen, wenn ich mich mit diesem Trainingsquatsch widme. Aber vergiss nicht, dass ich dich immer noch töten will. Hehe, das ist die richtige Einstellung. Sehr gut, das haben wir auch abgeschlossen. Gibt es da jetzt irgendwie noch zum Abschluss irgendwie den Buu oder so? Buu's Community-Abzeichen? Oder so als quasi Boncha, weil wir alle drei jetzt vernichtet haben? Nee. Das sieht bis jetzt nicht so aus. Die Frage ist nur, wo packen wir Freezer rein? Ich meine, jetzt haben wir auch alle Fähigkeiten freigeschaltet, die wir wollten. Mit dem 100%igen Erfahrungsboost, was wir ja verfolgt haben. Jetzt können wir ihn auch beim Z-Krieg. Ah, pff, ja, pff, ja.
Würde er mit Goku harmonieren? Nee, mit Goku harmoniert er nicht. Mit King Cold. King Cold ist doch hier irgendwo, oder? Ja. Aber ich würde die mal tauschen, King Cold sonst woanders hin. Wo ist King Cold sonst gut? 25 hier bei Erwachsenen-Community. Packen wir ihn mal hier rein. Keine direkten Kollegen, mit denen er gut wäre. Außer er. Dann wechseln wir die mal. Sehr gut. Leute, dann würde ich erstmal sagen, dass wir hier erstmal Feierabend machen. Community-Szenenabzeichen ist da von Freezer, Cell und Dabra. In der nächsten Folge machen wir weiter. Ich werde in der Zwischenzeit ein bisschen Elite-Gegner kloppen. Jetzt haben wir auch die hundertprozentige Erfahrungssache da. Sehr kurz bevor Son Goku ihn tötet, kann der Dämonenkönig Piccolo einen Klon von sich erstellen. Okay. Der aus dem Ei geborene Klon behält die Bösartigkeit des Dämonenkönigs bei, wächst weiter und wartet auf den Tag. Okay. Das ist Piccolos Jugend. Genau, wie dem auch sei. Ich mache dann erstmal Schluss, werde noch ein bisschen trainieren und dann schauen wir, wo wir in der nächsten Folge landen. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.